So, moin moin und willkommen hier. Mal eine ganz neue Stelle und eine ganz neue Welle und mal ganz was anderes. Yo, ich gehe mal nicht auf meinen Kanal drauf ein, ich gehe nicht drauf ein, was hier jetzt so in letzter Zeit abgeht. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein bisschen WoW daddeln. Und zwar möchte ich, um genau zu sein, möchte ich versuchen, eine Casual-Verbesserung durch eine UI hinzubekommen. Und zwar habe ich festgestellt, viele Leute zocken gerne mit das da. Das so, wie das jetzt aussieht. Ich kotze mich gleich von oben bis unten. Ich habe festgestellt, viele Leute zocken gerne damit und ich habe mich da nicht so ganz 100% drauf vorbereitet. Denn hier, das ist alles irgendwie so Standard eingestellt, also beziehungsweise nicht Standard eingestellt. Ich habe einfach mal meinen WTF-Ordner gelöscht und habe mir gedacht, so, ich baue mal eine kleine UI auf, so wie ich sie immer habe und helfe damit einem Spieler aus meiner Gilde Luna Gladius. Dem helfe ich damit ein bisschen. So, es gibt jetzt viele Leute, die sagen natürlich, hier, komm, Blizzard UI. Brauche ich, finde ich gut, finde ich geil, ist toll, ist super. Ich gucke mir das Ganze an hier. Ich habe, glaube ich, seit weiß ich nicht wann, nicht mehr mit meinem Schattenpriester gespielt. Das mache ich jetzt mal nur so, weil dem Spieler, der spielt Schattenpriester und dem will ich halt helfen. Und wie gesagt, ich spiele normalerweise kein Shadow mehr. Überhaupt nicht. Also, wenn ihr Findizia irgendwie bei Battle.net sucht, ignoriert das Ganze, weil es ist eh ein absolut uninteressanter Charakter. So, ich versuche mir hier gerade mal so ein paar Sachen nebenbei rauszuziehen, aber eine Sache fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein. Doch, hier, Vampirberührung. Vampirberührung. So, als erstes möchte ich mal drauf eingehen, warum ist diese UI scheiße? Diese UI ist scheiße, also vorab noch eine Sache, und zwar, ich habe mich mit mehreren Add-on und wie baue ich eine UI-Guide und bla und so weiter, habe ich mich mit befasst. Ich habe mehrere Videos mir angeguckt, ich habe mir mehrere Sachen im WoW-Forum vorgelesen, in anderen Foren und so weiter. Und ich bin einfach der Meinung, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie erzähle, dann hat das vielleicht nachher, so hoffe ich, ein bisschen Hand und Fuß und das Ganze ist ein bisschen komprimierter. So, okay. Das dazu. Also, warum ist diese Blizzard UI scheiße? Diese Blizzard UI ist in erster Linie scheiße, weil wir wollen Damage Dealer sein. Damage Dealer hat die Aufgabe, Damage zu machen, eigenen Schaden zu vermeiden. So. Eigenen Schaden zu vermeiden heißt aus Void Zone rausgehen. Was machen jetzt 80% der Spieler? Die konzentrieren sich eigentlich nur auf so ein Sichtfeld. So ein Sichtfeld. Mehr nicht. So, jetzt haben wir aber die Blizzard UI. Und die Blizzard UI, ich mache das jetzt alles mit Klickerei, weil, tut mir leid, so kann ich nicht spielen. Also, okay, wir haben die Trainingspuppe, nicht mal Raid, die haben wir ins Target genommen. Schon mal sehr suboptimal, die steht da oben. Ich sehe also gar nicht, wenn ich jetzt irgendeine Klasse habe mit Execute, wie ein Schurken oder, ein Schurken oder ein Krieger oder sowas, dann kriege ich das vielleicht gar nicht mit. Kann sein, dass ich das gar nicht mitbekomme. So, jetzt setze ich meinen ersten Dot drauf. So, jetzt sehe ich hier oben, richtig groß, richtig gut, kann ich jetzt meinen Dot sehen. Und der läuft mir auch garantiert nicht aus, unter Garantie nicht, weil, wie gesagt, als Damage Dealer konzentriere ich mich auf den Bereich. So, jetzt kommt beim Schattenpriester noch ein Erschwernis hinzu. Den habe ich mir gar nicht rausgezogen, hier. Beim Schattenpriester kommt jetzt noch Erschwert hinzu. Ein Dot, zweiter Dot. Schattenkugel. Ich sehe um meinen Charakter drei Schattenkugeln. Naja, zwei Schattenkugeln. Bleiben auch zwei. Ich brauche aber drei, damit ich richtig Schaden mache. Naja, richtig, in Anführungsstrichen. Die Schattenkugeln kann ich hier oben ganz toll sehen. Oh, hier kommt jetzt was. Ein Symbol. Würde mir jetzt sagen, so als Dummkopf. Alles klar. Ich habe drei Schattenkugeln zusammen. Stimmt, aber... Ach nee, das ist... Ach, das ist hier das Talent. Ach, stimmt. Naja, okay. Vergiss es. Ich als Dummkopf halt. So, ich habe jetzt drei Schattenkugeln. Die Grafik um mich rum hat sich nicht verändert. Ich muss hier hochgucken. Muss hier hingucken. Und zusätzlich muss ich bei diversen Procs von Trinkets und so weiter... Muss ich da oben hingucken. Da. Ja? Also das heißt, ich muss da hingucken... Ich muss dahin gucken,
ich muss hier hingucken und ich muss mich auf den Bereich konzentrieren, damit ich nicht in irgendwelchen Void-Zonen gammel. Das ist ganz groß, das ist super, das ist ganz knorke. Ja, abgesehen davon hat er mir jetzt, glaube ich, nee, ich habe den gar nicht draußen. Das ist noch so ein Ding, den ich nicht draußen habe. Wie heißt denn das Zeugs hier nochmal? Verschlingende Seuche oder sowas, ne? Verschlingende Seuche. So, zack. So, Schattenkugeln mal resettet. So, also, keine Zeitangabe, wie lange das Ganze hält. Ich muss mich da auf so eine Grafik konzentrieren. Ganz großes Kino, finde ich, absolut suboptimal. Jetzt gehen wir mal davon aus, oder ich gehe jetzt mal davon aus, der sich das Video anschaut, ist soweit firm zu wissen, wie installiere ich mir ein Addon. Wie installiere ich mir ein Addon von Curse.com oder per Curse Client. Diese beiden, ich muss mein Handy noch auf lautlos stellen. Diese beiden Möglichkeiten ziehen wir mal in Betracht. Ich persönlich, ich nutze den Curse Client, ist einfacher. So, ein Addon habe ich geladen in der Zwischenzeit. Und zwar habe ich das Addon geladen, Addons Control Panel. Verlinke ich unter dem Video mit. Addons Control Panel, das erlaubt mir jederzeit über meine Charaktere, aber erlaubt mir jederzeit Addons hinzuzuschalten oder abzuschalten. So, jetzt seht ihr natürlich, wenn ihr bei mir guckt, extrem viele Addons. Ja, brauchen wir alles nicht. Was wir aber alles brauchen, ich hoffe, ich habe das natürlich nicht richtig aufgeschrieben. Das kann jetzt sein, dass ich ein bisschen suchen muss. Warte mal, ich wollte auf noch so ein Ding kommen. Was ich auch absolut zum Kotzen finde, ist das hier. Ich weiß nicht. Ist irgendwie, finde ich irgendwie suboptimal. So. Der Escape-Knopf geht nicht mehr. Ach, stimmt, das habe ich vorhin. Ach, das muss ich auch noch wieder umstellen. Ja, okay, ist egal. Add-ons. So, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Das brauchen wir alles nicht. Doch, wir brauchen Back Brother. Nee, Quatsch. Backnon. Backnon möchte ich haben. Backnon Config möchte ich mitladen. Backnon Guildbank will ich nicht laden. Warum ich Backnon Guildbank nicht laden will? Weil ich will die Gildenbank so haben, wie sie ist. Denn die hat ja so senkrechte Fächer und da kann man immer wunderbar sortieren. Und Leute mit solchen Addons, die das irgendwie in Anführungsstrichen falsch einstellen, die müllen immer das Gildenbankfach so schön zu. So, den möchte ich auch noch mit dabei haben. Dann möchte ich haben Bartender 4. Ganz wichtig. Bartender 4 Dual Spec. Ich lade ihn nicht mit. Ach, veraltete Addons lassen sich von hier aus nicht schalten. Okay, dann muss ich nachher einen kleinen Break machen. Oder ich kann das auch anders machen. Naja, egal. So, als nächstes möchte ich haben Button Facade. Button Facade beziehungsweise das Addon Maske. Das müsste eigentlich beides... Na egal. Gucken wir erstmal weiter. So, dann möchte ich haben Deadly Boss Mods. Es gibt natürlich auch noch Big Wigs. Ich möchte Deadly Boss Mods haben. So, komm schön hier. Na, jetzt aber. Ich lade mal alle einfach mit. So, also das sind halt die berühmten Boss Mods, die ich dann halt auch nochmal mit konfigurieren möchte. Ja, hier kommen, gib mir mehr DBM. Also Deadly Boss Mods, wenn man es so nutzt wie ich, da ich ja auch viel Solo raide, alte Raids für irgendwelche Achievements und so weiter, da lohnt es sich halt auch irgendwie die ganzen Addons da mit zuzuladen. So, was brauchen wir noch? Das brauchen wir nicht. Das Ding hier, Earline, das brauchen wir später, ist auch veraltet. Elkanus Buffbars, das möchte ich auch haben. E-Casting Bar möchte ich auch haben. Und ihr seht schon, die Versionen sind teilweise veraltet. Teilweise, ja, ist das halt so. Kann man nicht anändern. Dann möchte ich haben Insidia Fails. Ich möchte haben EQ Compare. EQ Compare und Factioneer ist, die sind halt so optional, absolut. Fizz Widget Disenchant möchte ich einmal vorstellen zwischendurch. Den möchte ich auch mal haben. Da muss ich mir nochmal eine neue Version von ziehen. KG-Panel möchte ich haben. Den möchte ich haben. Mapster möchte ich nicht haben. Hier, und da haben wir es. Maske. Button Facade. Und der hat gleich Maske mit eingeschaltet.
So, da möchte ich diese beiden nicht haben. Mix Scrawling Battle Text. Den will ich erstmal nicht dabei haben. Misdirection Helper brauchen wir nicht. Omen können wir mitnehmen. Omni CC, den wollen wir auch haben. Den brauchen wir gar nicht. Overachiever brauchen wir nicht. Phoenix Style brauchen wir nicht. Phoenix Style Mods. Postal brauchen wir nicht. Prat nehmen wir mal mit. Bei Prat, da lädt sich so ein Ding hier mit. So ein High CPU Usage Modul. Habe ich eingeschaltet? Habe ich wieder ausgeschaltet? Habe ich keinen Unterschied festgestellt? Ich habe es einfach ausgelassen. So, was brauchen wir denn noch? Raid Achievement brauchen wir nicht. Raid Slack Check brauchen wir auch nicht. Recount und Recount NVIDIA Fails möchte ich haben. Sexy Map möchte ich haben. Dann wichtig, Shadow Unit Frame möchte ich haben. Tidy Plates möchte ich haben. Und da seht ihr schon, Tidy Plates Hub und Widget schaltet sich mit an. Tip-Tag möchte ich haben. Tip-Tag. Titan Bar möchte ich ebenfalls mit haben. Titan Panel Guild. Achso, der ist uninteressant. Den gibt's auch nicht mehr. Trade Skill Master, den will ich ganz bestimmt nicht haben. Voodoo will ich auch nicht haben. Ganz wichtig, Weak Aura 2, den möchte ich haben. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber ich lade es mal mit. Weak Aura Tutorial, das brauchen wir nicht. Da ihr befindet euch ja mitten in einem Tutorial. Und Vim möchte ich haben. So. Mit den Add-ons hier, mit den, weiß ich nicht, 60, 70 Add-ons. Reload UI. Dann einmal kurz veraltete Add-ons, den Haken reinsetzen. Das machen wir gleich. Lade zu hier. So. Nicht erschrecken. Das sieht halt dann erstmal so aus. Ich muss aber einmal kurz auslocken. Und dann möchte ich einmal auf Add-ons den Haken bei veraltete Add-ons reinsetzen. Das ist wichtig. Das habe ich vorhin vergessen. Und das ärgert mich. Ein wenig. Ein wenig mehr. Das kostet doch alles nur wieder Zeit.